Herzlich willkommen zum Wiedervideo für den Dezember. Schauen wir doch mal, was ihr für ein Thema habt. Ich hoffe, es geht euch gut. Wow, da fallen gleich drei Karten raus. Schauen wir mal. Die Friedenstaube. Das Kräftemessen und die gute Idee. Ja. Mit der Friedenstaube geht es natürlich um Frieden, vielleicht auch um Frieden zu stiften. Mit dem Kräftemessen kann es auch um eine Zusammenarbeit gehen, dass man sich zusammentut. Und die Glühlampe ist die super gute Idee. Ich lege die Karten mal hier rüber. Ich glaube, da sieht man sie am besten. Und dann schauen wir mal, was die Lenormand-Karten noch dazu zu sagen haben. Ich verwende wie immer die Lenormand-Karten Licht und Schatten von der Angelina Schulze. An der Unterseite vom Deck liegt die Sense und die zeigt mir hier, dass etwas plötzlich passiert und unerwartet. Es geht dabei darum, etwas dingfest zu machen, etwas zum Abschluss zu bringen. Wir haben ja hier auch die zwei Hände. Die Karte heißt zwar Kräfte messen, aber oftmals ist es auch mit einer Einigung verbunden, mit einem Zusammentun. Und zu Anfang vom Dezember liegen hier die Engelsflügel, eine ganz tolle Karte. Sie zeigt immer an, dass du beschützt bist, dass du geführt wirst. Und sie zeigt auch Inspiration an. Genauso wie hier die Glühbirne, die ja für gute Ideen steht. Du hast also hier diese Inspiration und die guten Gelegenheiten, um dich hier um dieses Schiff zu kümmern. Und dieses Schiff zeigt etwas an, was so längere Zeit braucht. Man braucht hier auch oftmals Geduld. Es geht darum, auch eine Situation zu verlassen und ja, ein Land verlassen, zum nächsten zu fahren, also eine Situation zu verlassen, um etwas Neues zu beginnen. Manchmal geht es einfach nur um eine Urlaubsreise, aber ich denke, bei dir geht es hier wirklich um mehr. Das Schiff steht auch für Umzug, für Ortswechsel, für sogar für Auswandern. Es kann auch bei dir dafür stehen, dass du, nachdem du längere Zeit bei einem Arbeitgeber warst oder in einem Beruf, diesen verlässt. Es ist also ein Wechsel in eine neue Situation. Wir haben hier den Herrn und dieser Herr steht in meinen Allgemeinreadings immer für ein wichtiges Gegenüber von dir. Es muss nicht unbedingt dein Partner oder deine Partnerin sein. Und diese Karte ist geschlechtsneutral. Das heißt, es kann sowohl eine Frau als auch ein Mann sein. Und wir haben hier den Baum, der ja für Wachstum steht, auch dafür, dass du dich entwickeln kannst, dass du dein Potenzial leben kannst. Und das hängt irgendwie mit dieser Person zusammen. Diese Person ist maßgeblich beteiligt und sie gibt dir einen gewissen Halt. Hier liegen die Vögel, das ist der Platz, den du nicht einsehen kannst. Die Vögel liegen sozusagen im Dunkeln. Das sind für viele die Gespräche, die im Hintergrund stattfinden, auch hinter deinem Rücken. Für einige von euch sehe ich auch in den Vögeln diese Vielfalt an Gedanken, die ihr selbst habt, was euch so im Kopf rumschwirrt. Aber ich denke, es sind bei allen irgendwo Gespräche, die im Hintergrund stattfinden, von denen du noch nichts weißt.
Und ich sehe auch hier diese Einigung, diesen Vertrag. Du möchtest etwas zum Abschluss bringen. Du hast Pläne, hier mit diesem Schiff irgendwo voranzukommen, wo es auch zu einer Einigung kommt und wo es auch, ja, wo du etwas erreichst, was du gerne möchtest durch deine eigene Handlung. Wir haben hier die Fabrik und den Anker und beides sind Karten, die auf die Arbeit hinweisen. Es ist gut möglich, dass sich dieses Reading bei dir auf Arbeit bezieht, auf einen neuen Arbeitgeber, ein neues Umfeld auch, wo du arbeiten kannst. Es geht oft auch um die Sicherheit, die du benötigst, um handeln zu können, um in die Handlung zu kommen. Also das ist auch für einige so, ich bekomme das für jemanden rein, der gerne auswandern möchte und einfach noch die ganze Zeit nach einem Job in seinem Traumland gesucht hat. Und das ist jetzt hier praktisch diese perfekte Legung dazu. Da kommt dieser Job. Für die, wo es einfach nicht um Arbeit geht, da geht es darum, dass hier etwas Stabiles, dass es um etwas Stabiles geht, was dir Sicherheit bringt, was du in deinem Leben verankern kannst. Es kann zum Beispiel auch ein Mietvertrag sein, ein Hauskauf. Das ist bei jedem von euch unterschiedlich. Gibt es denn hier noch etwas zu dieser Person zu sagen? Eine Karte bitte zu der Person. Das Haus und der Mond. Ja, mit dem Haus kann es natürlich um ein Haus gehen, um eine Wohnsituation. Es kann auch um die Familie gehen, beziehungsweise den engsten Freundeskreis. Entschuldigung. Mit dem Haus geht es aber auch für etwas, was für längere Zeit wichtig ist und auch um Stabilität. Ja, und der Mond zeigt auch an, dass du zu dieser Person ein gutes Verhältnis hast, dass du der Person gegenüber wohlgesonnen bist und die Person dir gegenüber auch. Also es ist eine sehr schöne Sache. Ich denke, du wirst wissen, um wen es hier genau geht. Dann hätte ich gerne hier noch eine Information zu den Händen. Um was geht's genau? Oh, der Fuchs und das Schiff. Also dieses Schiff, diese Sache, die du hier vorhast, mit der du dich beschäftigst. Da solltest du schlau vorgehen. Denn der Fuchs ist immer eine Warnkarte. Du solltest auch nicht so misstrauisch sein, falls bei dir Misstrauen eine Rolle spielt in diese Sache. Aber sei vorsichtig. Hier könnte etwas schieflaufen bei diesen Handlungen. Ich hinterfrage jetzt gerade noch mal den Fuchs. Warum liegt der Fuchs da? Vielleicht geht es hier auch um betrügerische Handlungen, betrügerische Verträge. Schauen wir mal, warum liegt der Fuchs da? Eine Karte bitte zum Fuchs. Okay, das sind gleich zwei. Die Hände, die ich ja abklären möchte. Aha, hier geht es um die Kommunikation hier, was im Hintergrund stattfindet. Und da wird etwas blockiert. Okay, dann fragen wir doch noch mal eine Frage hier. Eine Info bitte zu den Vögeln.
Um was geht es genau bei den Vögeln? Um was geht es genau bei den Vögeln? Jetzt bin ich selber nervös. Es geht um Veränderung. Okay, das kann sich jetzt auf die Finanzen beziehen. Die Gespräche hier, was da im Hintergrund läuft, das sind Veränderungen in Bezug auf Finanzen. Bei einigen können es auch Gefühle sein. Und da möchte ich doch noch mal gerne nachfragen, was ist das für eine Veränderung? Weil das kann sehr wichtig sein. Gibt es da noch eine Info? Aha, da geht es um etwas Neues, was dich betrifft. Die Dame steht immer für dich, unabhängig davon, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Und hier geht es um etwas Neues. Hier verändert sich etwas. Also diese Gespräche, von denen du noch nichts weißt, die im Hintergrund stattfinden, da geht es um eine Veränderung, was ein Neubeginn zur Folge hat. Da geht es um deinen Neubeginn. Wir haben ja hier eigentlich schon etwas Neues angezeigt, was sich hier tut. Schauen wir doch mal. Dann wäre es ja eigentlich auch noch ganz wichtig zu schauen, wie es hier weitergeht. Wie geht es denn weiter über den Dezember hinaus? Eine Karte bitte über den Dezember hinaus. Eine Info. Da will nichts rausfallen. Es wäre aber wichtig. Probieren wir es nochmal. Eine Info bitte über den Dezember hinaus. Okay, die Karten wollen einfach nichts zeigen. Dann schauen wir einfach mal, was gibt es denn noch für einen Rat von den Karten? Also mit dem Baum wäre ja hier schon mal angezeigt, dass du Geduld aufbringen sollst, etwas wachsen zu lassen, dass du auch dein Potenzial entfalten darfst. Und schauen wir mal. Wir haben hier nämlich eigentlich zwei Geduldskarten, das Schiff und auch hier der Baum nochmal. Also lieber wieder, hier ist Geduld gefragt. Okay, was gibt es noch Wichtiges für dich zu sagen? Ein wichtiger Rat, wenn wir schon nicht weiterschauen dürfen. Es ist Karma. Okay. Das heißt, es ist einfach vorbestimmt. Es ist eine karmische Angelegenheit. Ihr Lieben, ich hoffe, das Reading hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr habt meinen Kanal abonniert. Das ist nämlich sehr wichtig für mich. Lasst mir gerne ein Like da. Das ist auch wirklich toll, wenn ihr das macht. Dann freue ich mich sehr. Und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn du mir einen Kommentar schreibst. Alles Gute für dich. Komm gut durch den Dezember. Pass auf dich auf. Bis bald.